Hallöchen. Oh, hier ein paar Briefe für Bobby, ne? Der muss mal, sie muss mal wieder den Briefkasten lernen. Jo, das weiß ich doch, Peter, ne? Es tut mir leid. Aber ja, willkommen zu einer neuen Folge von Animal Crossing New Leaf. Es ist mal wieder soweit. Mittlerweile ist auch schon seit längerem die gute Dina eingezogen. Ich bin immer noch nicht ganz glücklich über den Einzug, aber seit ich gesehen habe, wer das Ganze ist, was ihr ja oben links seht. Wait, ist wieder jemand ausgezogen? 2, 4, 6, 8. Ist schon wieder jemand ausgezogen, Leute. Ja, 2, 4, 6, 8. Ey, das gibt's doch nicht. Wer ist das denn diesmal? Ich kann's gar nicht erkennen. Wir gucken einmal in den Briefkasten und dann erzähle ich auch noch ein bisschen was über, wie die Jahreszeiten gerade sind und so. Rosie, die ist weggezogen, oder? Yep, absolut. Naja, das haben wir jetzt davon, dass wir so viel spulen, aber dazu wollte ich gleich eh nochmal kommen. Mach's gut, Noni, der Tag meines Umzugs ist da, aber was, wenn ich in der neuen Stadt einsam fühle? Hey, komm doch mit. Oder ist das zu egoistisch von mir? Na egal, denk an mich, Rosie. Ja, es ist sehr egoistisch von dir allein einfach wegzuziehen, ohne mir was zu sagen, ne? Naja, schade drum. Aber ja, genau, ich wollte noch zu dem Thema was sagen. Ich habe nämlich jetzt in den Kommentaren gelesen, oh, ich finde es irgendwie doof, wenn die Jahreszeit nicht mit der, die im Real Life gerade stattfindet, so synchronisiert ist. Und da bin ich voll bei dir, der das geschrieben hat. Das Ding ist bloß, ich möchte das Let's Play jetzt nicht mehr allzu lang strecken, weil ihr seht es ja schon an meiner Stadt, die ist eigentlich ziemlich ausgebaut. Ziemlich komplett, würde ich sogar sagen. Also wir haben echt nicht mehr viel zu tun. Genau, ich habe mir jetzt neue Blumen besorgt, damit wir da dementsprechend auch was machen können. Ich nehme auch gleich mal die blauen hier mit, weil ich habe mir ganz viele Pläne jetzt auf Cam gemacht. Also die letzte Aufnahme ist bei mir schon Ewigkeiten her. Es war auch irgendwie schon der 20. Dezember jetzt bei mir in-game, musste ich ein bisschen zurück sogar spulen. Und ja, dann, genau, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, aber jetzt nochmal kurz zu dem Thema, warum ich denn so viel spule gerade. Ich möchte das Display nicht mehr allzu sehr strecken und dementsprechend bin ich leider darauf angewiesen, sehr viel zu spulen, weil ich möchte euch ja trotzdem jedes Event zeigen, das hier New Leaf bieten kann, geschweige denn auch jede Jahreszeit. In der nächsten Folge wird es zum Beispiel schon Winter sein. Klar ist es wirklich nicht so passend. Ich, wie gesagt, ich bin da voll bei dir, aber ich finde halt, keine Ahnung, das ist schon, keine Ahnung, also, ja, es geht halt leider nicht anders. Wir haben halt die drei Optionen, das habe ich auch schon mal geschrieben. Wir haben die drei Optionen zwischen, erstens, wir spielen, hallo? Wir spielen, einfach, hä? Ah, jetzt geht er wieder, okay, mein Controller ging gerade einfach nicht. So, wir haben diese drei Möglichkeiten. Erstens, wir spielen, ganz normal weiter, also mit der Real Life ziemlich, sicher synchronisiert. Oh, jetzt habe ich zu wenig blaue Blumen. Das ist ein doofes Ding. Naja, dann mache ich hier noch eine hin. So, also wir spielen ganz normal, wie es jetzt immer war. Wenn November ist, spielen wir auch im November und so weiter. Oder, und sehen dafür halt dann nicht jedes Event, da das Let's Play definitiv da nicht nochmal 5 Monate gehen kann. Zweite Möglichkeit wäre, bis April jetzt, weil wir ja im April auch angefangen haben mit der Stadt. Zweite Möglichkeit wäre also bis April so 1, 2 Parts im Monat und das Let's Play künstlich zu strecken. Habe ich auch nicht so einen Bock drauf. Und das ist eben jetzt die letzte Möglichkeit, dass wir einfach viel spulen und dadurch dann an unser Ziel kommen. Genau, und deswegen geht leider das jetzt nicht anders und ich muss einfach sehr viel in der Zeit rumspulen. Es tut mir mega leid, ich weiß, ich würde es auch gern anders haben. Ich muss gerade mal gucken. Okay, wir nehmen mal als nächstes lila Blumen mit, weil ich eh von denen jetzt echt viele habe. Ja, und deswegen, wie gesagt, gibt es jetzt viel Gespule in letzter Zeit und so wird es jetzt auch bis April weitergehen. Damit wir einfach jedes Event haben. Ich glaube, im Dings gibt es nochmal 2, 3 Events. Gibt es eigentlich nur die lila Blumen? Ich glaube, ich habe extra nachgeguckt. Aber es wäre, glaube ich, nicht besser, wenn man es doppelt checkt. Und dann machen wir nochmal was. Genau, also ich schaue mal nach, ne? Okay, also es gäbe noch diese lila Blumen hier, aber die habe ich jetzt bewusst nicht genommen. Ja, ihr seht ja auch schon so ein bisschen, was wir hier vorhaben. Ne, wartet mal. Ah, okay, jetzt weiß ich es wieder. Ja, genau, hier ist es jetzt auch mittlerweile fast fertig. Es fehlen halt noch ein paar Goldrosen. Und zwar wird hier ein bisschen lila kreiert. Ich dachte mir, das passt ganz gut zu der Blumenpergola. Oh, die blühen jetzt endlich. Wie cool. Sehr schön. So. Und ja, also das sind wie gesagt die ganzen lila Blumen, die es hier jetzt in dem Spiel gibt. Deswegen
Passt das? Und ich kombiniere das auch noch mit ein bisschen was anderem. Ich glaube, von denen haben wir genug. Wer bist du denn? Ah, okay. Es ist in Anführungszeichen nur Bill. Also nicht jemand, der mich jetzt komplett überrascht quasi. So, A4 wäre natürlich schon besser, ne? 4 verschiedene. Naja, ich habe eine Idee. Und zwar wollte ich noch... Sorry, Leute. Ich die jetzt zerstöre. Ich sag's euch am Schluss, wenn mir genau diese fehlen, ne? Die ich jetzt hier wegmache. Es muss jetzt kurz mal sein. So, apropos, wenn wir schon hier sind, dann würde ich doch sagen, wir stellen uns mal kurz hier hin, weil, naja, dafür ist es ja da hier heute. Oh, hier freue ich mich, okay. Cute. Sehr cutes Bild, denn es ist ja heute Nikolaustag auch, das dürfen wir ja nicht vergessen. Deswegen, hi Melinda. Herr Bürgermeister, heute ist endlich Tugendtag. Okay, kennt es ja unter einem anderen Namen, aber gut. Hier ist dein Geschenk. Nimm's ruhig. So, ein Geschenksocke. Bekommen heute alle braven Mädchen und Jungen im Glück. Aber als Bürgermeister bist du für uns ein Vorbild und solltest immer auf dem Pfad der Tugend bleiben. Ah, da macht das natürlich Sinn, der Titel. Ja, okay. Ja, klar, Melinda. Ich bin doch immer ein sehr, sehr lieber Bürgermeister, der immer auf seine ganzen Bürger Acht gibt. Ach, das habe ich gar nicht abbezahlt bis jetzt. Ich habe euch aber schon gezeigt, was das hier sein soll, ne? Genau, eine Hängematte. Heißt, wenn ich die beim letzten Mal noch nicht bezahlt habe, das ist ein bisschen ein Fail jetzt, aber mein Gott, nicht so tragisch, dann zahlen wir es halt jetzt ab. Wir hätten heute eh kein neues Projekt machen können, weil Melinda sich denkt, nö, du sollst mal hier feiern und nicht Schulden aufnehmen für die ganze Stadt. Und deswegen passt das sowieso. Genau, hier habe ich jetzt 2 goldene Rosen. Weil die fehlen mir hier noch, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist nur eine sogar. Wait a second. Nein, nochmal nur. Ja, da muss ich auf jeden Fall mal wieder mit Bobby fixen kommen, ganz klar. Die Socke müsst ihr übrigens aufhängen und kriegt dann als Belohnung am nächsten Morgen ein Geschenk. Ich weiß selber gar nicht, was das Geschenk ist, aber es ist auf jeden Fall ein Geschenk. Ganz cool gemacht. So, hier passt es schon. Achso, na dann. Bring ich die mal ganz kurz wieder hier geschwind zurück. Ihr habt ja auch gesehen, wir können jetzt auch das hier endlich fertig. Also ich habe hier so eine riesen Liste an Sachen, die ich machen kann jetzt, weil ich mir überlegt habe, wo kann man welche Blumen denn so platzieren. Und genau, jetzt müssen wir uns hier ein Muster überlegen. Ja, ich habe eine Idee sogar. So. Ja, nee, wartet mal. Ich muss erstmal eine andere Blume holen und zwar geht es um... Muss hier ganz runter. Genau, um diese Maiglöckchen, damit wir die jetzt auch mal verwenden. Ich sollte ja mittlerweile schon ein paar haben, ne? Also meine Stadt ist jetzt nicht so hässlich, dass die sich denken, nö, wir sind jetzt wieder weg. Also, hoffe ich zumindest. Voll windig heute, ne? Also, wenn ich mal ganz ruhig bin. Krass. So, genau, hier können wir auch nicht weitermachen. Aber was hier der Plan ist, man sieht es ja schon, so zwischendrin sollen immer diese Kleeblätter, diese Glückskleeblätter hin. Genau. Ich habe jetzt gerade mal 2 gefunden. Ich schaue mal gleich, ob ich dann noch mehr finde. Jetzt gehen wir aber erstmal zurück und machen das, was wir haben, hin, würde ich sagen. So, und wie gesagt, also wir sind wirklich schon sehr weit mit der Gestaltung und ich möchte das Let's Play nicht mehr künstlich in die Länge ziehen und deswegen, genau, wird es schon eigentlich recht bald enden, muss ich sagen, leider. Leider ist es so, ne? Aber alles Schöne hat mein Ende, wie man so schön sagt. Genau, also hier wollte ich das so. Das ist doch ganz schön schick, oder? So. Jetzt kann ich halt mein Muster voll schwer machen. Aber... Achso, hier passen eh nur 2 hin, oder wie? Ah, okay. Ja gut, dann... Ja, perfekt. Genauso nicht. Ja gut, dann würde ich sagen... Ich weiß, ich habe noch... Nee, was mache ich denn gerade? Hallo. Da soll eine Rose hin. Naja. So. Genau, die Geldbäume, ich hab's euch gar nicht, also ich bin gar nicht drauf eingegangen gerade, aber die Geldbäume sind natürlich jetzt auch mal fertig. Das wird jetzt auch mal Zeit. Hä, kann ich hier nur so wenig platzieren? Ah nee, da war ein Loch, okay. Ich hab mich gerade wirklich schon gefragt, so was denn los ist, warum es einfach nicht funktionieren möchte. So, das ist jetzt richtig und dann... Jawohl. Ich schätze mal, klar, hier kann man durchlaufen. Aber ich glaube, man kann hier nichts verlegen oder so. Doch. Kann man da auch eine Blume reinlegen? Das nicht, ne? Doch.
Oha, ja gut, dann machen wir da aber jetzt trotzdem mal, würde ich sagen, genau dasselbe, wie wir es schon hier hatten, überall. Ah, das ist ja doof, das geht jetzt hier nicht auf. Naja, dann brauchen wir hier noch 3 Glückskleeblätter. Ja, oder wir machen hier so 2. Ah ja, guck mal, bei dem anderen Ausgang sind es auch 2. Na wunderbar, na dann. So, dann noch wieder Glückskleeblätter. Und dann jetzt, ja, nichts Spektakuläres, bin ich ehrlich, aber mein Gott, das ist jetzt das, was mir halt so einfällt. Und zwar einfach hier das runterziehen. Klar haben wir von der einen Sorte jetzt ein bisschen mehr, aber mein Gott, das ist ja jetzt auch nicht tragisch. Von denen haben wir ansonsten nicht so viel bis jetzt in der Stadt, von denen hier. Da müssen wir noch hoch mal zum Strand. Jetzt weiß ich ja wieder, warum ich 2 von dem... Ah, guck mal. Wenn ich schon hier bin. Oder wollen wir jetzt doch die mitnehmen? Ja, komm. Dann haben wir jede einmal. Macht doch mehr Sinn, oder? So. Krass, wie viele Blumen hier immer noch sind. Genau, also ich habe heute viel Blumenpflanzereien auf jeden Fall zu tun. Wie ihr sehen könnt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir das ziehen sollen. Ob wir es einfach dabei belassen sollen, dass es dann hier zu Ende ist. Und hier einfach, weiß ich nicht was. Oder wir können es halt wirklich bis hier runterziehen, weil ich meine, ich habe genug Blumen. Oh, er wird safe ins Loch pflanzen, ne? Nein, wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut, von den Waldpeilchen habe ich halt keine Ahnung, ob ich genug habe. So, aber, naja, genau das meinte ich vorher. Aber egal, ich würde sie jetzt erstmal so pflanzen, bitte. Ja, sehr schön. Gut, und dann, wie gesagt, müssen wir unseren Schrank plündern, weil da habe ich noch Glückskleeblättchen. Dann haben wir den Grazia-Raum angefangen, aber nie zu Ende gemacht. Dafür wird es auf jeden Fall auch noch Zeit. So, dann binden wir den auch so ein bisschen ein. Ist doch eigentlich nicht verkehrt, den... okay, Hainfeilchen haben wir jetzt auch genug. Den Stein wollte ich sagen. So, dann muss ich die nochmal ganz schnell... Ich glaube, das ist einfach die schnellste Möglichkeit, ganz ehrlich. Wenn wir einfach so machen. So, und ich will ja ernten können. Ah, okay, die schwarze sollte ich vielleicht nicht wegmachen. Ja, die kann schon mal weg. Gut, und die nehme ich mit. Sehr schön. Dann schauen wir mal nochmal auf unserer mittlerweile gar nicht mal so kunterbunten Blumenwiese. Aber es ist natürlich gewollt, keine Sorge. Denn die Blumenwiese soll eine nicht komplett kunterbunte werden, sondern deswegen, das sieht man auch schon am Strand, allein durch die Farben, die da sehr dominant sind. Vor allem Rot und Rosa. Genau, das war so der Plan. Ja, komm. Jetzt mache ich wieder was komplett anderes, wie ich es gerade, was ich eigentlich gerade machen wollte. Aber ich bin jetzt hierher gelaufen, dann passt das schon. So, nehmen wir nochmal 1 von jedem mit. Dann können wir nämlich das jetzt bei diesem Liegestuhl fertig machen. Wenn wir jetzt eh schon dabei waren. Wow. Genau, also ihr seht schon, es wird doch alles, ne? Ich meine, sehr viele Blumen, aber man muss halt, man ist halt immer noch in New Leaf sehr darauf angewiesen. Mich stört es immer mehr, muss ich sagen, dass man nur Blumen hat. Das ist wirklich, je länger man spielt dieses Spiel, desto mehr stört es einen. Vor allem, wenn man New Horizons halt dann gespielt hat auch, ne? Das ist hier mit Absicht so? Ja, ich denke schon. Das lassen wir nämlich so, wenn da 2-mal diese Kleeblätter sind, why not? Das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann ziehen wir das jetzt auf jeden Fall mal hier. Längs. Und dann schauen wir mal, ob wir es jetzt dann überall machen. So. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ach komm, ich will sie gar nicht rausrupfen. Dann muss hier nochmal eine rote... Na, schade. Hat nicht ganz so funktioniert. So soll es sein. Ja, ich glaube, ich mag das mit diesem kleinen Abstand. Das heißt aber, dass genau hier die rote ausgelassen wird und da wieder eine pinke. Okay. Na, wunderbar. Und dann noch eine rote. So, wollen wir mal ein bisschen Platz lassen, oder? Wie findet ihr das? Ich finde das eigentlich ganz gut. Könnten wir da nochmal ein Kleeblatt oder so hinmachen und naja, ab da dann die Blumenwiese beginnen lassen. Bedeutet... Ja, ist schwierig halt, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Sachen hinstellen soll. Ah, gut. Genau, hier haben wir jetzt auch alles fertig. Oh Gott. Was ist denn bei denen los?
Okay, einer von den beiden ist auf jeden Fall glücklich aus dieser Konversation rausgekommen, der andere dann eher nicht. Jetzt habe ich nochmal zwei von denen hier, das ist ganz praktisch. Ah, nee, leider nicht. Hier, genau. Habe ich schon mal hier das da oben. Also das ist ja schon mal, das ist schon mal ein Anfang, ne? Wenn die hier weg sind. Ich mag auch die College Jacke übrigens sehr gern, die ich gerade dabei habe. So. Ansonsten brauche ich noch 1, 2 Tulpen und, boah, 5 Rosen oder so. Alles klar. Habe ich überhaupt... Ja, ich habe sehr viel Platz. Sehr schön. Den Socken muss ich dann auch noch aufhängen. Ich hoffe, wir können den in der nächsten Folge dann auch noch prüfen, ob da was drin ist. Weil, I mean, so Schokolade zum Beispiel oder Nüsse kriegt man ja so klischee-mäßig vom Nikolaus. Die gehen ja auch nicht nach einem Tag kaputt so. Und deswegen sollte es passen, wenn ich es dann am, weiß nicht, 12, 13. Dezember oder so nochmal mir anschaue. Keine Ahnung. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Genau. Aber ja, heute, wie gesagt, wir pflanzen heute ganz viele Blumen, weil ich eben so coole Projekte mir überlege, beziehungsweise so coole Sachen, wo man Blumen wie pflanzen kann. Habe ich mir eine ganze Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkten gemacht. Und wir haben heute gerade mal, naja, also 1,5 abgearbeitet quasi. Nämlich einmal das hier, was wir gerade machen. Und dann halt diese, diese Rosen bei der Pergola. Oh, achso, da war ein Loch. Ich dachte gerade schon, was geht jetzt ab? Genau, also diese, sind ja gar keine Rosen. Ah, und dann haben wir noch das beim Steinmonument gemacht, beim Stonehenge. Cool. Also wir kommen heute auf jeden Fall voran. Und ich habe tatsächlich genau richtige Rosenanzahl mitgenommen. Wunderbar. Das ist, es fehlen nur diese dunklen, keine Ahnung, wie die gerade heißen. Diese halt hier rechts, die fehlen uns dann noch ein bisschen. So. Wunderbar. Damit haben wir das. Dann würde ich sagen, was wir jetzt als nächstes machen. Wir hängen den Socken mal auf, komm. Das muss jetzt auf jeden Fall sein. Und holen uns diese Glückskleeblätter ab. Da habe ich noch ganz, ganz viele von im Lager. Genau, die müssen wir nämlich hier noch welche pflanzen. Und dann eben auch noch 2 bei dem Projekt, das wir gerade hatten. Also auf jeden Fall ein schöner, kunterbunter Lila-Ton. Wir sind ja jetzt leider gerade nur 8 Bewohner, sonst... Dina hätten wir uns noch überlegen können. Genau, und Bella ist ja jetzt leider... Wow, mir fällt gerade auf, wir hatten mal, glaube ich, 300, jetzt haben wir 0. Oh, okay. Nur weil ich einmal gesagt habe, wir haben viele Hunde, heißt das nicht, dass ihr alle wegziehen sollt, hä? Ja, guck mal, da ist schon ein Geschenk eigentlich drin, ne? Wenn man es so sieht, dann ist da schon ein Geschenk drin. So, ich muss mal kurz einen Überblick verschaffen. Wir können ja von dort aus auch aufs Lager zugreifen. Achso, hier haben wir noch gar nichts gemacht in dem Raum. Ah. Ja gut. Na dann, würde ich sagen, ich dachte, wir haben hier schon voll viel gemacht, aber gut. Haben wir das wohl eingebildet. Genau, hier. Ganz viele Glückskleeblätter. Und ich weiß, dass ich jetzt auf jeden Fall diese 10 Stück hier brauche. Ich würde sogar noch ein paar mehr mitnehmen. Na, guck mal, so viele habe ich gar nicht mehr. Ja, komm, dann machen wir unser Inventar jetzt einfach mal voll. Die kann man ja überall gut pflanzen. Hä, aber ich dachte, ich habe hier die Gratia-Sachen platziert. Was ist denn da? Hä? Also. Oder wo waren das? Wir haben doch letztens irgendwas gestaltet gehabt. Also. Ich bin ganz verwirrt. Habe ich das hier unten gemacht? Keine Ahnung, Leute. Ihr müsst es ja wahrscheinlich... Ach ja, hier ist es. Okay. Schick auf jeden Fall. Sehr gut. Genau, wir haben ja insgesamt jetzt schon 1, 2, also oben auch 4 von 6 Räumen, glaube ich, fertig. Ich dachte eigentlich schon 5. Müssen wir uns dann auf jeden Fall demnächst an den 5. ransetzen. So, nun gut, aber dann würde ich jetzt sagen, wir kümmern uns jetzt mal darum, damit ihr auch versteht, was ich meine. Mit abwechselnd hier eben das. Joa, also für diesen... Oh, ich hoffe schon, dass das ausreicht, aber es schaut eigentlich gut aus. So. Genau, also hier ist ja noch 1 und hier unten. Aber sonst, ich glaube, hier wird ja nichts gepflanzt. Nee, nee, passt, okay. Achso, genau, hier haben wir ja schon welche. Ja, also, ich hoffe, es reicht. Also für dieses Ding wird es reichen. Ich frage mich halt, ob diese 2 anderen dann auch noch davon profitieren. Aber ja, Glücksblätter sind auf jeden Fall was Feines. Kann man nicht anders sagen.
Du musst jetzt raus. Ja, komm. Fossilien haben wir doch gar nicht mehr nötig. Uns fehlen doch nur noch eine Vogelspinne und dann haben wir tatsächlich jegliches, was man so bekommen kann im Museum. Also es dauert nicht mehr lang. Genau. Ja, sehr schön. Dann fehlen hier noch 1, 2, 3, 4 von den blauen Blumen. Und ich glaube, hier kann ich auch noch mal ein Kleeblatt reinpflanzen. Genau. Es ist sehr Detailarbeit, was ich hier gerade mache, auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist nämlich kein Busch gewachsen, auf mysteriöse Art und Weise, warum auch immer. Manchmal raff ich das ja nicht so ganz, aber naja. Gut. Genau, da sind auch, also ihr seht schon recht viele pinke Blumen gerade, die noch unbenutzt sind. Einfach aus dem Grund, weil ich die halt dann fürs Ding benutzen werde. Für die Blumenwiese. Es wird ja auch wieder recht schnell. Oh, guck mal, eins bleibt uns übrig, wow. Ist das die Blumenwiese, ach, wobei, nicht mal. Nicht mal, guckt mal an. Ah, das ist eine Rose, ne? Wieso kann ich da nicht hier eine Rose pflanzen? Naja. Ich will jetzt als allererstes mal. Na, wobei. Ja, doch. Dann hier nochmal ein Glückskleeblatt. Sehr schön. Natürlich jetzt doof, dass da eins fehlt. Das ist sehr doof. Aber ich habe noch ein paar Reserve, könnte man so sagen. Ich hoffe, ich rupfe die jetzt nicht einfach raus. Alle unnötigerweise. Da haben wir ja hier voll viele gepflanzt. Und ich weiß nicht, ob man die nochmal rausholen darf. Ich probiere es. Ja, okay, super. Oh, guck doch mal, ein Glückskleeblatt. Heute muss mein Glückstag sein. Sehr schön. Da ist es ja ein bisschen unnötig. Klar, jetzt kann da wieder eine Blume entstehen. Also so eine weiße Tulpe, aber... soll sie halt, ganz ehrlich. So. Ja, wunderbar. Dann haben wir nämlich diesen Abschnitt komplett. Also fast komplett. Klar, hier fehlen diese paar Blumen. Apropos. Kann ich ja gleich mal gießen. Ja, gut. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt gießen, aber naja. Und damit... genau, haben wir das doch wunderschön hier jetzt gemacht. Warte mal, jetzt sind wir halt beim Rathaus eigentlich komplett fertig, weil das hier soll ja frei bleiben alles. Hier ist das auch super. Da hinten, genau, die gehört da nicht hin. Ist aber auch das Einzige. So. Jetzt ist das wirklich perfekt hier alles. Hier, das ist auch fertig bei diesem wunderschönen Windrad. Die muss noch raus. Also ja, es fehlt eigentlich nur noch, wie ihr sehen könnt. Ich würde es jetzt doch mal komplett... na, wobei, wir füllen das nicht komplett. Ich weiß noch nicht, was ich hier mit am Ende des Tages machen werde. Hier, wie gesagt, kommen ganz viele pinke und rote Blumen hin. Hier ist dann auch... also wir haben eigentlich wirklich gar nicht mehr viel zu tun. Mehr mit dem Haus und dieses Ministückchen hier. Ist eher noch das Größte, das uns fehlt. Plus halt der Blumenwiese. Und sonst habe ich noch ein Public Project da, wo Nico gewohnt hat. Ich kann es euch ja noch zeigen. Da habe ich auf jeden Fall heute noch Zeit. Ich werde jetzt auch übrigens bei dem Look, den ich gerade habe, bleiben, ganz klar. Also, frisurmäßig. So outfitmäßig können wir auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren. Genau hier. Hier wird nämlich... oh, wow. Dreist. Okay, ich habe ganz vergessen, dass hier schon ein Public Project übrigens ist. Hier wollte ich eigentlich noch ein anderes hinmachen. Überlege ich mir jetzt nochmal, ob wir hier wirklich was hinmachen. Vielleicht zieht ja hier random jemand hin. Würde mich sehr freuen. Was mich auch freuen würde, jetzt passt auf diese krasse Überleitung. Ah, sie ist weg. Ja, klar. Ja, doof, ne? Naja. Wäre cool, wenn an eine der zwei Stellen nochmal jemand ziehen wird. Was auch cool wäre, ist, wenn ihr einen Daumen nach oben bei dieser Folge da lassen würde. Ich würde mich sehr freuen. Wie gesagt, es tut mir nochmal mega leid, dass jetzt dieses natürliche Feeling ein bisschen flöten geht, dadurch, dass wir jetzt in der nächsten Folge schon Winter haben, während die Folge im tiefsten Herbst ziemlich sicher ankommt und der Winter auch recht schnell vorbeigehen wird dann hier bei uns. Aber ja, so ist es halt leider. Ich muss das Projekt, also ich muss nicht, aber ich möchte es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich finde, es ist die beste Lösung. Wir sehen uns in einer neuen Folge von Animal Crossing New Leaf schon bald wieder. Weiterhin im Dezember, hoffentlich mit Schnee. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dorthin und ciao.